Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Ja, ich bin jetzt hier gerade auf dem bekannten Parkplatz vom David Steiner. Ich habe gerade eben noch zwei Runden gedreht, aber da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was zu. Jetzt ist heute Sonntag, ich bin heute Morgen um Sonntag, wir sind heute Mittag erst hier zum Ring hingefahren und war dann so, dass wir hier morgens gefahren sind. Zwei Runden, war auf jeden Fall noch ganz gut. Wetter war gut, Strecke war trocken. Bei der letzten Runde gegen Ende fing es an zu regnen, danach war auch die Strecke gesperrt. Bei meiner ersten Runde bin ich mit zwei Autos gleichzeitig raufgefahren und es war relativ wenig los. Und ja, beide, die vor mir raufgefahren sind, haben sich so im Prinzip ein, zwei Kurven vor mir beide selbst abgeschossen zerlegt. Also einer hat sich rausgedreht, einmal E92, 320 glaube ich, oder 320 Diesel, hat sich rausgedreht und vor mir so eine kleine Büchse hat sich auch rausgedreht. Ich habe nur die Reifenquietschen gehört, aber ich habe so oh, und dann hat der Typ, der Strecken-Security-Typ da, der Sicherheitsposten, schon schnell in seine Fahne gedreht. Ich habe das schon geahnt und gehört, dass da was passiert ist, deswegen war ich relativ schnell und vorbereitet so. Hat sich aber nur gedreht, ist ohne Unfall, hat er Glück gehabt, auf jeden Fall der Kerl. Und ja, dann wie gesagt, fing es an zu regnen, danach war auch die Strecke gesperrt. Dann waren wir am Bilzer Berg ein bisschen schauen, waren was essen bei Subway und ja, sind dann, eigentlich wollten wir nach Hause fahren und dann waren wir da nochmal am Ringpoint eine Nummer, Käffchen trinken und auf einmal wurde das Wetter wieder nice, kam die Sonne raus, Strecke war wieder trocken und dachte ich mir, scheiße. Ich bin nochmal auf dem Ring und da habe ich mir nochmal ein Ticket geholt, habe jetzt gerade eben zwei Runden nochmal gedreht. Wenn man vielleicht jetzt am Himmel sieht, ist der Regen nicht weit, es hat auch schon eben wieder angefangen zu regnen. Und habe gerade eben noch zwei Runden auf dem Ring gedreht, das war echt cool, es war nicht viel los, Strecke war trocken und hat auch nicht geregnet und ich bin echt ganz gut gefahren. Ja, Reifen haben sich auch auf jeden Fall ein bisschen gemeldet, habe auf jeden Fall sehr guten Grip gehabt, so wie ich fand für meinen aktuellen Fahrstil. Was kann ich noch sagen? Ja, was ganz geil ist, die Bremsen, die ich habe, die Firodo Performance DS, das ist noch so die harmloseste Version. Super gut, kein Fading, werden mit der Hitze auch deutlich besser im Bremspunkt. So ist mein Eindruck, also bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und ja, eben wir im Prinzip zwei Runden am Stück gefahren. Ich bin mal rausgefahren, habe geguckt, wie viele Leute gerade rauffahren oder wer rauffährt. Weil ich will nicht so viele heftigen Fahrer hinter mir haben, dass ich mich mehr so auf meine eigene Strecke und meine eigene Fahrkünste, sag ich mal, so konzentrieren kann. Und ja, war eigentlich relativ wenig los, dann bin ich direkt wieder raufgefahren. Dann sah es so nach Regen aus, dachte, okay, nehme ich die Runde jetzt noch mit. Und ja, bin dann die zwei Runden ganz, ganz flott gefahren. Öltemperatur, wenn es euch interessiert, bewegt sich immer so um die 130, 135 Grad. Also wärmer wird es auch nicht. Da ist mein Fahrstil noch nicht so extrem und noch nicht so heftig, dass ich jetzt einen Ölkühler oder sowas brauche. Das passt noch alles. Und was sonst? Ja, Bremsen nice, Motor nice, passiert auch nicht viel. Reifen haften auch ganz gut, sind aber jetzt von der Profilbeschaffenheit ganz anders. Habt ihr eben schon ein paar Gummifetzen, die haben sich da schon eingearbeitet auf das Gummi. Und ja, waren wir hier gerade beim David Steiner. Noch kurz ein Pitstop menschlicher Art eingelegt. Und ja, jetzt sollen wir uns auf den Weg nach Hamburg machen. Ist jetzt auch mittlerweile, ich muss noch ein bisschen Uhr checken. Ja, 5:30. Jetzt haben wir noch 5,5 Stunden Fahrt vor uns. Und dann sind wir auch wahrscheinlich so um 11 Uhr zu Hause. Ja, und dann haben wir das Wochenende auch soweit überstanden. Aber mega geil, hat super viel Spaß gemacht. Heute war echt super wenig los im Verhältnis zu Karfreitag. Ist heute nichts los. Im Verhältnis zu gestern super wenig. Also trotzdem noch relativ gut besucht das Ganze. Aber im Vergleich zu gestern ist es halt ein Witz, ne? Also wenn man überlegt, was gestern hier alles so abgeht, dann liegen da echt Welten zwischen. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn euch das Ganze interessiert, dann stellt gerne Fragen und lasst mich das gerne alles wissen. Ich gebe euch gerne ein paar Infos dazu. Wenn ihr auch mal Interesse habt, irgendwie am Ring rumzuballern oder ihr euch das traut oder euch nicht traut und so weiter und so fort. Ansonsten kann ich jedem empfehlen, das eine YouTube-Video, was ich mal hochgeladen habe, wo ich mit Alex fahre. Der sitzt dann halt auf dem Beifahrersitz und sagt mir halt, hier muss ich die Kurve so nehmen, da spät einlenken und hier nicht. Und da fliegt man immer ab und alles. Habe ich mir selber schon ziemlich oft angeguckt, deswegen habe ich immer so seine Stimme im Ohr, wenn ich fahre, dass ich dann weiß, ja, darauf muss ich in der Kurve achten, darauf muss ich hier achten. Die Strecke ist auch verdammt lang, also man braucht echt einiges an Zeit, um sich die Strecke überhaupt einzuprägen, wo was kommt und wie man was fahren muss. Also das Ganze ist echt nicht ohne. Und ja, das ist hier mein Auto, ich stehe direkt davor. Soll ich hier einmal nur das Fahren immer machen?
Also mal auch um ein bisschen runter zu kühlen, habe ich kurz den Grill offen. Nehmen mal die Reifen. Ist wieder mal komplett runtergekühlt, aber man sieht die Profilbeschaffenheit ist ganz anders, als wenn sie normal gefahren werden. Man sieht, dass sie deutlich an Temperatur gewonnen haben bei der Fahrt. Glaube ich, wenn man gerade sieht. Und ja, die Gerümpfe sind natürlich Felgen auch schön und stark. Anzulegen funktionieren gut. Ja. Ja, ich hoffe, ihr seht mich. Ich bin soweit echt zufrieden und jetzt geht's ab nach Hause. Haut rein, Jungs. Peace. Ja, ich habe die Ringtour auch mal hier getrackt mit Dash-Kommando. Und zwar dann natürlich auch ein bisschen Standzeit und ein bisschen andere Fahrzeit mit dabei. Aber hier sieht man mal Spritverbrauch auf dem Ring: 19,9 Liter. 48 Kilometer stimmt nicht ganz, aber so ungefähr. Und ja, was gibt es hier noch Interessantes? Durchschnittlicher Speed 71 km/h. Maximale PS 249. Ja, okay. 7042 Umdrehungen mal gedreht, 186 Topspeed erreicht, auch schon ordentlich. Standzeit, ja, 24 Minuten hat rumgestanden, maximal Braking 0,7 G, ja, ich stand nie heftig auf der Bremse. Fuel Flow, ja, das war's soweit, ich mache nochmal ein Foto davon, aber ganz cool soweit das alles mal auch aufgezeichnet zu haben. Ja, wie es glaubt oder nicht, alle Tanken Arals in der Nähe vom Nürburgring ist Ultimate 102 gnadenlos ausverkauft. Also das ging in den letzten zwei Tagen komplett weg. Ja, hab hier eine Tankstelle angefahren, hab eine andere Tankstelle angerufen, hab gefragt, ob noch 102er am Start ist. Meinte, nee, alles leer. Und dann meinte er, im näheren Umkreis vom Ring ist 102 komplett weggetankt. Also alles komplett wegkonsumiert. Hey Leute, was geht ab? So, ich habe hier gerade noch zwei Runden gedreht. Bin hier gerade auf dem Pub. Wetter ist heute nicht so gut, ein bisschen regnerisch, ein bisschen feucht ist die Strecke. Und die beiden Autos, die vor mir aufgefahren sind, beide haben sich abgeschossen. Beide? Wir haben ein E92, 320 Diesel, glaube ich, und dann irgendein kleiner Ford Fiesta. Ist nicht easy zu fahren heute bei dem Wetter. Und ja, wir sind aber wieder heile angekommen und es ist wieder alles gut. Bin dementsprechend ja auch vorsichtig. Nachdem so im Prinzip direkt vor mir, ich habe die einen noch gehört, als er durch die Kurve gefahren ist, wie es anfing zu pfeifen und zu quietschen, da dachte ich mir, oh, da ist schon was passiert. Der Typ mit der Fahne hat gerade versucht, sie abzurollen. Ich habe das aber schon geahnt, dass was passiert ist. Und ja, ist nicht ohne, ne? Jetzt habe ich auch für dieses Wochenende meine 5 Runden durch. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar mehr mache. Bei dem Wetter natürlich kann man jetzt nicht so viel knallen wie sonst, aber es ist ganz gut, um die Strecke kennenzulernen. Trotzdem ist es heute ziemlich leer. Also im Vergleich zu gestern ist hier wirklich immer noch deutlich weniger los. Ich meine, hier noch ein Parkplatz neben mir und da hinten auch noch einer. Beim Devil's Diner ist eher selten, vor allem an solchen Eventtagen. Heute ist alles gut. Ja, Auto- und motortechnisch alles gut. Meine Bremsscheiben, meine Felgen sind auch ein bisschen schwarz geworden mittlerweile. Bremsen auch gut, alles gut. Der Wagen macht das solide mit, auch zur Runde am Stück. Ich denke, er kann es auch viel mehr machen, also der N52. Der kann das soweit ab und ja, mal sehen, was heute noch geht. Wahrscheinlich fahren wir gleich mal zum Brötchen, ein bisschen schauen und ja, dann werden wir sehen, was der Tag noch bringt. Ansonsten geht es dann heute Abend wieder zurück nach Hamburg. Yeah. Geiles Teil, ey. Wir sind wieder im Brünnchen und wieder heute erste Reihe im Auto. Steigen aber gleich aus, aber nicht mehr ganz so voll, wie es in den letzten Tagen hier war. Eigentlich ganz nice. Eben nochmal zwei weitere Runden heute auf dem Ring gedreht. Ich stehe jetzt hier gerade auf dem Devil's Diner-Parkplatz. Ganz nice. Die Reifen sind auch ganz gut am Grinden, alle voll heiß, kleben schon Gummistücke und sowas drauf. Die Runden waren derbe geil. Strecke war relativ trocken, relativ frei, dass ich da echt mal ganz gut so meine Linie fahren und suchen konnte und so fahren, wie ich es halt dachte, wie man es so macht.
Und ja, fand ich soweit echt ganz gut. Ja, langsam wird es, glaube ich, immer besser. Aber man braucht echt schon viel Übung, um da so voranzukommen. Bist du mal Eindrücke zum Auto? Die waren, als ich gekommen bin, frisch geputzt. Reifenmäßig sieht man auch hier, dass sie im Betrieb war. Ja, auf jeden Fall. Sieht man auch, eben drüben habe ich ein paar Gummifetzen rausgezupft. Und ja, Motor läuft auf jeden Fall derbe gut. Temperatur, Öltemperatur geht immer so an die 130 Grad hoch. Und ja, finde ich eigentlich ganz okay. So. Da ist mein Fasti jetzt noch nicht so gestört und so krank, dass ich jetzt noch einen Ölkühler brauche aktuell. Ja, aber aktuell so läuft alles echt ganz nice und solide. Das waren auch die letzten Runden für heute. Jetzt gehen wir gleich nochmal zum David Steiner. Und machen eine kleine Pause und nach der Pause, da kommt Ami auch schon. Nach der kleinen Pause fahren wir dann auch zurück nach Hamburg heute. Und dann haben wir es auch soweit geschafft. Warte, ich mach kurz auf. Na, ja, war gut. Ja. Ja, nice. Na, ich will euch nochmal den Reifen zeigen, wie das aussieht nach so einer Tour. Man sieht schon, Sportmark ZT, wie der arbeitet und dass er auf jeden Fall klebt, wenn er kleben soll. Ja, läuft auf jeden Fall alles ganz nice soweit und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr gute Runden. Ich bin froh, dass ich nicht abgeflogen bin, habe aber wieder neue Spuren entdeckt, wo wieder einer abgeflogen ist. Vorhin war auch wieder zweimal gesperrt, wo wir unseren kleinen Break gemacht hatten und jetzt sieht es ja auch gerade, man sieht es am Himmel auch sehr danach aus, dass es jeden Augenblick gleich wieder regnen wird. Und da haben wir nochmal schnell die zwei Runden gemacht und das war das Finale für heute. Jetzt zeige ich mal David Steiner von innen. Yo. Back in Hamburg City. Ja, das letzte Stück Bremen-Hamburg. Vollkommen durchgeballert. Autobahn war relativ frei, richtig viel Topspeed gefahren. Und ja, und wir haben auf 180 Kilometer fast einen halben Tank weggezogen. Das schöne, gute Ultimate 102. Da war auf jeden Fall eine gute Fahrt. Ja, und sonst noch zeige ich jetzt nicht auf die gesamte Tour, jetzt seitdem ich von Wagenlar gekommen bin. Sind jetzt glaube ich 2.500 Kilometer und jetzt hat er angefangen, dass er auch Ölverbrauch anzeigt. Das ist ungefähr ein halber Liter ist weg. Aber genaue Daten werde ich nochmal irgendwie im YouTube-Video nochmal alles veröffentlichen, weil da habe ich alles in Spritmonitor und sowas alles festgehalten. Ja, wir sind jetzt heil angekommen, haben ordentlich Kilometer gerissen und jetzt erst eins mehr eins auspacken und dann ins Bett und dann geht's morgen ganz immer weiter. Also haut rein, Jungs.